Spyro, das war toll! Wow, Elora, wo kommst du denn her? Ich war bei der Burg in der herbstlichen Heimat. Die Burg ist jetzt wieder frei. Keine Spur von Ripto. Und seit du hier bist, kommen die Kreaturen von Avala endlich miteinander klar. Da du so viel für Avala getan hast, und ich weiß, wie sehr du dir einen Urlaub wünschst, wollten wir unbedingt was Gutes für dich tun. Es ist zwar nicht viel, aber hoffentlich magst du es. Oh, wow, das ist toll. Aber kommst du nicht mit? Nein. Wäre schön, aber ich muss noch den Professor in der Wintertundra sehen. Er repariert noch das Superportal, damit du nach Hause kannst. Oh, das klingt ja sehr spannend. Ah, dann hänge ich hier mal eine Weile rum und genieße die Sonne. Hey, wo ist Elora hin? Ich folge ihr besser. Kulp besiegt. Nach einer gefühlten Ewigkeit und glaube ich auch irgendwie... Ich glaube 30 Minuten hat es gedauert. Ich weiß noch nicht mal mehr. Also in etwa sollte es so fast 30 Minuten gedauert haben. Also ziemlich lange. Gefühlt. Also es wird eine komplette Folge. Das wird ein bisschen schwierig. Weil die beiden Fliegelevel... Ah, okay. Ja, passt schon. Ich glaube, ich habe die Lösung, um mit dem Superportal die Drachenwelten zu erreichen. Dieser Energiekristall sollte die nötige Kraft bringen. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Berechnungen. Ich glaube, ich hab's. Exzellent. Endlich ist alles vorbereitet. Wir brauchen noch viel mehr Kugeln, aber dank des Energiekristalls sollte das Superportal jetzt funktionieren. Oh, das... So, ihr dachtet wohl, ihr wärt mich losgeworden. Ich muss euch enttäuschen. Ich habe dem fetten Geldsack ein paar Bomben abgekauft. Schnell, der Energiekristall! Wag es nicht, Bücherwurm. Sonst bist du nur noch ein kluges Häuflein Asche. Genau richtig für mein neues Zepter. Jäger, tu doch was. Schnell! Hey, gib ihn zurück! Ich hab's versucht. Ihr Idioten! Erst bekommt ihr mein neues Zepter zu spüren. Dann benenne ich diesen Ort um in Riptonia. Okay, willkommen in der Wintertundra. Das erste, was wir machen, ist erstmal versuchen, die Wintertundra sauber zu machen. Sollte eigentlich funktionieren. Spyro, Ripto ist auf freiem Fuß und hat uns aus der Burg verbannt. Noch schlimmer, er hat unseren neuen Energiekristall für das Superportal gestohlen. Okay, wir haben hier 400 Edelsteine und 3 Kugeln. Die werden wir relativ hoffentlich zügig einsammeln im Sommerwald, herbstliche Heimat. Erstmal uns wieder aufpäppeln. Moment, können wir uns jetzt schon lernen? Moment, erstmal machen wir wirklich alles, was wir hier vorne machen können. Ohne. Okay, machen wir erstmal. Tja, Spyro, die Sache ist so. Ich kann dir nur noch eins beibringen. Und wie alles, was etwas wert ist, wird es nicht billig. 1000 für den Kopfstoß. Der Kopfstoß-Move ist echt ganz einfach. Du musst nur springen und dann Aktion drücken. Wahnsinn, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Dann nehme ich hier alle Dings aufmachen. So, und. Bam. Und das müssen wir auch noch machen. In der herbstlichen Heimat. Und wie gesagt, ich mache erstmal hier das hier sauber. Dann, ja, würde ich sagen, wenn nicht, danach auch die Session. Und nächstes Mal machen wir den herbstlichen Wald komplett sauber auf 100%. Wow. Boah. Ich dachte jetzt schon, wo würde ich denn gefallen? Pinguin. Pinguin. Tschüss. Ich muss dem Freund folgen. Gern geschehen. Das Schöne ist, dass wir wirklich beim
Galb zweimal Leben bekommen haben. Guck mal, ich kann durch ein Tor rennen. Noch ein letztes Rennstreckenabenteuer, Spyro, ist gar nicht mal so teuer. Eine weise Entscheidung. Ein schneller Drache wie du hat das Geld sicher im Nu wieder drin. Schluchtenstrecke. Ach ja, da war irgendwie eine Rutschpartie. Aber wir haben den Sommer, eigentlich steht Frühling. Aber er hat halt nur zwei Kopan, da ist es ein bisschen schwierig, das zu machen. Auf die Plätze, fertig, gib ihm! Kugel. Die ging einfach so auf dem Boden rum. Die haben auch eine gewisse Reichweite, ne? Der Kopfstoß. Mit denen soll ich dann die ganzen Leute kaputte Dinger machen? Kaputte Dinger. Ich bin wieder sehr gut im Deutsch. Ruf! Pinguin kann fliegen! Oh nein! Gott sei Dank müssen wir kein Eishockey mehr spielen. Obwohl es eigentlich ziemlich erfolgreich war. Spyro hat coole Freunde gefunden. Hey, hi. Hey. Nun, es ist ein kleiner Trost, dass du so viele Kugeln gesammelt hast. Mein Hochleistungsportal bringt dich zu den Wolkentempeln. Was will ich im Wolkentempel? Ich will nach Hause. Ich will Urlaub machen. Und wie komme ich jetzt da rein? Achso, gib ihm! Los! Die Tür ist offen. Hier ist eine ganze Menge Level, die wir noch machen müssen. Also ich glaube ungefähr dürften wir gleich vielleicht ein bisschen weniger Folgen haben wie damals oder mehr. Also so im Großen und Ganzen eigentlich. Boah, was für Stufen. Ich darf schon nicht rein, du hast doch nicht alle Talismane. Achtung. Okay, Sparrow, jetzt hast du die Kugeln. Und gleich wirst du Riptor besiegen, richtig? Richtig? Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Erst hinter dieser Tür. Okay. Ich will noch nicht rein. Ich will noch nicht rein. Menü Edelsteine schnappen. Danke sehr. Ach, wie auch kann man hier in den Herbstwald zurück? Da kann ich runterfallen. Da gehen wir nicht lang. Hier auch nicht. Ich will gerne wissen, wie viel uns jetzt fehlt. Oh, nicht mal so viel. Uey. Also die eine Kugel, okay, aber wo ist die letzte Kugel? Wow. Gefunden. Komme ich da jetzt drüber oder? Jawohl. Und irgendwie muss ich doch zur letzten Kugel kommen. Okay, auf geht's. Es ist lange Zeit, bis wir wieder tauchen. Okay, da ist die Kugel, aber ich habe keine Edelsteine gefunden.
Da haben wir alle Kugeln gefunden, zumindest mal. Das ist schon mal sehr gut. Es fehlen ein paar Edelsteine. Habe ich irgendwo was übersehen, was ich kaputt machen kann? Ja, ich habe immer noch so ein bisschen. Was ist hier? Jetzt denke ich, dass dahinter noch was ist. Wo könnten die letzten Edelsteine sein? Ist ja nicht so, dass es halt viele sind, es ist halt auch nicht, also noch sehr wenig. Haha. Mit diesen Kugeln hast du es geschafft. Wir haben sowieso geschafft. Level voll. Wie ich sehe, weißt du den Wert von Kugeln zu schätzen, Spyro. Mit deiner tollen Kugelsammlung sollte dieses empfindliche Tor perfekt funktionieren. Es ist Metropolis. Ah, ich wusste, es ist irgendwo Metropolis. Ich wusste jetzt nicht, ob es ein Teil 2 oder 3 ist. So, dann reisen wir kurz noch zurück. In die herbstliche Heimat. Und dann sollte es das auch gewesen sein. Von dieser Folge. Oder die Folgen, sind ja halt mehrere, die ich jetzt aufgenommen habe. Ich muss halt gucken, wie ich noch aufnehmen muss, weil kann sein, dass jetzt über Weihnachten keine Folgen kommen. Erstmal muss ich hoffen, dass ich irgendwie wieder hochladen kann. Das ist eher die Sache. Ne? Also, mal schauen, wie ich das noch irgendwie anstellen muss. Also, ich weiß nicht, warum die ganzen Sachen nicht updaten oder uploaden. Eher gesagt, deswegen mal schauen, wann ich die alle erreiche. Wo bin ich hier? Ah, da. Okay. Dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann dabei seid, wenn wir die restlichen Level machen, die wir noch machen müssen. Und zwar 3 Stück. Zerbrochener Hügel, Magma-Kegel und Schottige Oase. Ansonsten haben wir alles. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.